Erneut willkommen zurück zu Let's Play Zelda Breath of the Wild, Leute. Und in dem Part geht es endlich mal zu den Orni. Ja, die würde ich ganz gerne mal besuchen, weil ich bin einfach mal gespannt, wie die so aussehen. Wir haben noch nicht so viele Orni getroffen im Spiel. Und deswegen, wie gesagt, die sind irgendwo in dem Gebiet, weil hier habe ich mir zuletzt noch den Turm markiert. Also der ist gar nicht mal so weit weg von hier, vom Stall von Maritta. Dabei sind hier gar keine Ritter. Keine Ahnung, immer diese Wortspielchen, auch irgendwie komisch. So, das heißt, eigentlich muss ich im Tagebuch hier, sollte ich hier wieder Hauptziele. Die vier Titanen. Zack. Jetzt kann man es nochmal schön sehen. Also, Orni sind... Okay, die sind aber... Aha. Okay, Moment mal. Also, der Turm ist dann aber eigentlich dieses Gebiet hier und die Orni sind aber dann in dem Gebiet hier. Also das sind eigentlich wieder zwei Gebiete, die so nebeneinander liegen. Aber das heißt, der Turm ist dann noch nicht vom Orni-Gebiet, sondern muss noch ein anderer sein. Aber egal. Da geht man so durchs Hyrule-Gebirge durch oder einfach von hier so. Keine Ahnung, ob man da so hinkommt. Werden wir ja gucken. Ich habe mir jetzt offscreen nur noch kurz ein Bett hier genommen, damit der Regen aufhört. Es hat nämlich zuletzt schon wieder ein Gewitter gegeben und da habe ich nicht so Bock drauf, da vom Blitz getroffen zu werden. Haben wir einfach ein normales Bett genommen, habe eh genug Geld. So, und jetzt habe ich einfach gesagt, ich möchte bis morgens schlafen und... Ah, seht mal, da ist er ja schon. Na, besser kann ein paar da nicht anfangen. Seht ihr, da ist jetzt der rote Drache. Der Feuerdrache. Den müsste ich jetzt irgendwie gucken, dass ich den mit einem Pfeil erwischen kann. Das ist immer super geil, dass der jetzt hier morgens auftaucht. Ich habe hier so einen Leuenbogen dabei. Der kann ja drei Pfeile abschießen. Ich hoffe nur, der kommt jetzt tief genug runter für mich, dass ich ihn erwischen kann. Ich war nämlich auch offscreen sogar schon bei der Quelle der Kraft. Da muss man eh die Schuppe von ihm hinbringen. Also das ist jetzt richtig super, dass er jetzt gerade hier ist. Ich hoffe nur, er kommt tief genug runter, dass ich ihn erwischen kann. Der fliegt jetzt hier durch diese Kukudia-Schlucht. Hier so. Oh Mann, was macht jetzt hier so ein blöder Schleim? Auf euch habe ich jetzt gerade überhaupt keinen Bock. Ihr nervt. Also geht sterben. So, verpiss dich. Schleimviecher, ist ja eh total eklig und wabbelig und schleimig und glibberig. So, da ist er. Ich muss ihn überhaupt mal, ich muss ihn mal knipsen. So, Eldra, speichern. Yeah, schönes Foto. Eintrag im Handbuch ergänzt, gleich mal gucken, Album, Hyrule Handbuch. Besser kann ein neuer Partner nicht anfangen. So, Eldra. Eine Verkörperung des Feuers in Drachenform, die über die Eldin-Region wacht. Seit Anbeginn erzählst du dieser Drache der Quelle der Macht dienen. Noch immer heißt es, er steige beim Untergang der Sonne in den Himmel auf. Aber dies hat schon niemand mehr beobachtet, Sein Körper ist von Flammen übersät, doch soll Eldra anderen Lebewesen niemals Schaden zufügen. Verbreitungsraum Berge von Eldin und Tabanter Grenzland. Ja, und auch von dem bekommt man, je nachdem wieder wo man ihn trifft, eine Schuppe, eine Klaue oder ein Hornsplitter. Ich brauche im Moment eigentlich ja nur eine Schuppe für diese Quelle der Kraft. Aber wie gesagt, er muss jetzt tief genug kommen, dass ich ihn überhaupt erwischen kann. Ich weiß nicht, ob er überhaupt hier runter geht. Aber ich glaube schon. Doch, er kommt runter, oder? Kommt er runter? Bitte komm doch ein bisschen runter. Ich brauche nur eine Schuppe von dir. Du hast eh so viele. Die Musik ist schon mal nicht schlecht. Hoffentlich ein Aufwind wäre praktisch. Ein Aufwind wäre ganz gut. Ich muss mal hinterherlaufen. Ah, da spielst du wieder diese geile Musik. Kung Fu Panda Mucke. Okay, er kommt runter. Er kommt runter. Das ist gut. Er geht da wirklich runter, aber ich muss noch zu ihm. Shit. Ich muss schneller. Schneller laufen. Ich brauche ja nur eine Schuppe. Das heißt, es ist egal, wo ich ihn treffe. Aber ich muss noch näher ran. Ich muss noch viel näher ran. Ich bin ja viel zu weit weg. Ach, verdammt. Ich habe irgendwie das Gefühl, Leute, dass ich ihn eventuell verpasse. Kannst du nicht mal einen Aufwind für mich machen hier? Ich will Aufwind. Ich will nach oben. Ich will fliegen. Normalerweise entstehen immer solche Luftströmungen, solche Aufwinde, wenn die da sind, die Drachen. War zumindest bei Farotra auch so. Aha, Schrein in der Nähe. So, noch ein Schrein. Nein, flieg nicht weg! Bleib hier! Ah, das ist super, ne? Der haut natürlich jetzt erstmal ab. So ein Scheiß. Uncool! Absolut uncool, Eldra. Absolut uncool. Aber vielleicht kriege ich ihn ja noch. Ich glaube nicht, Leute. Ich glaube, den kriege ich nicht mehr. Aber der kommt halt immer hier auch. Eigentlich ganz praktisch, wenn man das weiß. Oh!
Krogrätsel. Krogrätsel. Da brauche ich mein Magnetmodul. So, ihr seht ja, hier ist ein so ein Metallwürfel. Der muss jetzt, glaube ich, genauso wie hier muss es aussehen. Na, runter. Was? Ich glaube hier oben drauf. Na, drauf. Hä? Verarschen? Aber das muss doch so aussehen wie hier. Hier unten ist doch so... Das muss doch so ein Vierer-Ding muss das doch bilden. Das muss genauso aussehen wie das andere. Muss ich mich jetzt verarschen? Okay, dort hat's ihn gehört. So, da ist er. Ui, du hast mich entdeckt. Oh, Krogsam. Dankeschön. Tschüssi. Ja, tschüss. Oh, der Drache sagt leider auch tschüss. Ne, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ey, ich fass es nicht. Ach, das war so ärgerlich. Den kriegt man auch echt schwer zu fassen. Man müsste hier theoretisch auf ihn warten. Oder vielleicht dort oben? Ich glaube, es wäre schlauer. Ich kletter darauf. Ich brauche den, Leute. Ich brauche den Drachen. Ich brauche den nochmal. Der muss nochmal kommen. So, jetzt habe ich ja hier mein geiles Kletteroutfit. Jetzt könnt ihr das mal in Aktion erleben mit dem Set-Bonus des Klettersprung-Ausdauer-Plusses. Wenn ich jetzt nämlich klettere und springe, ihr seht, verbraucht gar nicht mal mehr so mega viel Ausdauer. Ja, also es verbraucht wesentlich weniger, als wenn man den Set-Bonus halt nicht hat. Oh, das ist so ärgerlich jetzt mit dem Drachen. Ich sage, die zu erwischen ist nicht so einfach. Und das soll halt eben auch die Fähigkeit, die man im Ornititanen Vamedo bekommt, auch super nützlich sein. Aber wir waren ja noch nicht bei den Orni, nicht wahr? So, und jetzt noch der letzte Sprung. Wenn es im roten Bereich ist, dann Jump! Aha, da ist der letzte Sprung nämlich noch ein bisschen höher. Wenn die Ausdauer schon im roten Bereich ist und man dann beim Klettern nochmal springt, springt Link noch ein Stückchen höher als für gewöhnlich. Aber vielleicht ist hier oben sowieso ein Schrein, weil ja der Sensor so verrückt spielt. Dann war es gar nicht mal so verkehrt, dass mich der Drache hierher geführt hat, dass ich ihm hier so nachgelaufen bin. Dann ist da oben garantiert ein Schrein. Ich meine, die Orni laufen uns ja jetzt nicht weg, Leute. Die laufen uns ja jetzt nicht weg. Aber es ist doch ein bisschen ärgerlich, finde ich es ja trotzdem. Das ausgerechnet... warum muss er ausgerechnet so lang fliegen, dass ich ihn nicht erwischen kann? Der war ja viel zu weit weg. Ich hätte ihn im Leben nicht mit einem Pfeil erwischt, Leute. Im Leben nicht. Niemals. Das wäre sich nie ausgegangen. So, kann er hier mal Pause machen? Unser Link? Kannst du hier Pause machen? Nee. Ich glaube, er kann jetzt hier nicht Pause machen. Das ist auch doof. Okay, Moment. Ich habe ja noch was zu essen dabei. Was Ausdauer auffüllt. Ich bin ja nicht komplett unvorbereitet. So, hier zum Beispiel Ausdauer Fischspieß. Richtig lecker. So. Komm schon, hier oben kann doch nur ein Schrein sein. Und jetzt hat es wieder aufgehört zu piepsen? Was soll das denn? Der Sensor war doch gerade noch voll am Ausrasten. Jetzt irgendwie nicht mehr? Kapiere ich nicht. Ist hier oben doch kein Schrein, aber wo ist der denn dann? Wollt ihr mich verarschen? Fitnessgrillteller, Fitnessdampfleisch, Fitnessgrillteller. So. Jetzt habe ich sogar noch zusätzliche Ausdauer noch ein bisschen dazu bekommen. Jetzt habe ich noch so einen zweiten gelben Kreis mit ein bisschen extra Ausdauer. So, komm, ich will hier rauf. Hier oben muss doch irgendwas sein. Und wenn nicht, dann mache ich hier auch gleich ein Lagerfeuer und warte nochmal bis morgens. Vielleicht kommt der Drache dann einfach nochmal. Das will ich mal schwer hoffen. Also wie gesagt, hier habe ich ihn halt das erste Mal schon getroffen. Da wusste ich noch nicht so richtig, was es mit ihm auf sich hat. Aber ich glaube, selbst damals, glaube ich, wäre ich wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, ihn wirklich mit einem Pfeil zu treffen. So, komm, hoch. Ups. Okay. Jetzt hat's... Okay. Oh! Ja, was haben wir denn hier? Wer bist du denn? Ein leuchtender Ivarok. Lächeln, womit du deinen Mund hast, speichern. So, Eindruck im Handbuch wieder ergänzt. Hyrule Handbuch. Ivarok leuchtend. Ein riesiges Monster, das sich aus Felsen tarnt, Schwerter oder Pfeile fügen, seinem Körper keinerlei Schaden zu. Das freiliegende Erz aus dem Rücken enthält zahlreiche Leuchtsteine. Verbreitungsformige Ruder, Hochebene, Ebene von Hyrule, und da kriegt man ein paar coole Sachen. Wenn man Glück hat, sogar Diamanten.
Oder man kriegt einfach aufs Maul. Sack! Warte, komm her. Ich kletter jetzt einfach auf die hoch. So, komm, kletter auf seinen Arsch hoch. So, und jetzt nehme ich mir einfach irgendein Schwert und hau da mal volle Möhre drauf. Leuenschwert. Oder einfach mit dem... Nein! Nicht abrutschen! Mensch, Link! Er ist einfach mal abgerutscht. Kannst du mal stillhalten? Du sollst hochklettern. Kletter rauf auf seinen Arsch. Und hau drauf! So, Königsschwert zerbrochen. Egal, ich habe ja noch eins. Oder Zanschi-Langschwert, komm! Oh, so. Ah! Oh, hat der Bums gemacht, unten ist er. Aua! Arsch, ey! Anders kann man die aber eh nicht besiegen. Man muss einfach auf sie raufklettern. Und dann das Erz auf ihren Rücken treffen. Oh, ein Opal. Daneben. Los, kletter rauf. Kletter seinen Arsch rauf, Link. Los, klettern. Du musst klettern. Du bist doch so ein geiler Kletteraffe jetzt hier mit deinem coolen Outfit. Los, mach's kaputt. Boah, so, gleich ist er down, Leute. Er droppt ja immer ganz schöne Sachen, aber ein... Vor allem, da steht Tilio-Hang. Wahrscheinlich ist das gerade das Gebiet, wo wir sind. Der Tilio-Hang. Also damit habe ich gar nicht gerechnet, dass hier so ein Ivarok ist. Mensch, kannst du mal hochklettern? Ich weiß nicht, warum geht das manchmal nicht. Jetzt stirb doch endlich mal. Und sagt Tschüss. Alter, voll zerballert. Viel Bernstein. Opal, noch ein Opal, Feuerstein. Diamant ist leider nicht dabei, Leuchtstein und so weiter. Okay, so und da, wie gesagt, diese Typen kommen auch nach einem Blutmond wieder. Das heißt, ich werde mir jetzt hier einfach mal diesen Ort hier so markieren. Mit so einem Totenkopf, da weiß ich hier so ein besonderer Gegner. Ne, hier Kukudja-Schlucht. Und hier oben der Tilio-Hang. Genau, hier ist der Tilio-Berg. Warum ist da hinten so eine komische Gewitterwolke? Und wo ist jetzt hier ein Schrein? Hier muss mal ein Schrein sein. Aber wo? Ich sehe den gar nicht. In dieser Richtung? Leute, wo ist hier ein Schrein? Hier ist doch gar nichts. Wollen die mich verarschen? Ist der weiter unten? Der da kann es ja nicht sein, weil den Hammer ja schon reagiert. Aha, da unten ist was. Will ich jetzt aber wirklich da wieder runter? Aber das sind doch nur ein paar kleine Felsen. Das ist doch jetzt kein Eingang hier. Das ist doch Quatsch. Was weiß ich, wo hier ein Schrein sein soll. So. Ich wollte eigentlich zu dem Turm darauf. Und das dort hinten ist wieder ein ganz anderer Turm. Alter, Vamedo ist, glaube ich, der Titan, den man als erstes irgendwie entdeckt, weil der halt von so mega weit sichtbar ist. Ne, hier. Seht euch das Ding an. Das ist ja heftig deftig. So, und hier haben wir nochmal ein Türmchen. Ebenfalls markiert. Gut, jetzt habe ich zwei Türme, aber muss natürlich zu beiden noch irgendwie hinkommen. Aber irgendwie, ich verstehe jetzt gerade wirklich nicht, wieso, warum der Sensor ausschlägt, obwohl ich hier keinen Schrein sehen kann. Ich habe keine Ahnung, wo genau der sein soll. Aber jetzt will ich mal eines probieren, ne? Ich will es nur probieren, ich weiß nicht, ob es wirklich klappt. Ich mache mir jetzt genau hier oben ein Lagerfeuer. Ich habe ja mehr als genug Holzbündel dabei, 80 Stück, also kann ich ja ruhig eins mal benutzen. So, Feuersteine habe ich auch, 20 Stück in die Hand, so. Dann einfach mal fett draufhauen. So, und jetzt warte ich noch einmal bis morgens. Und hoffentlich kommt der Drache dann nochmal. Jetzt bin ich ja schön weit oben, da müsste ich ihn eigentlich besser treffen können. Also bitte Drache, erscheine nochmal, bitte zeig dich nochmal. So, okay, jetzt ist es 5 Uhr morgens. Jetzt ist die Frage, kommt er oder kommt er nicht? Erstmal kommt ihr hier angeschissen. Riesenschleimis. Schleim. So, kann man mal schön austauschen, das Bild. Ich dachte schon, großer Schleim hat irgendwie einen eigenen Eintrag, aber hat er gar nicht. Ah, geht.
widerlich. Aber droppt richtig schön viel Schleimgelee. Und da ist er! Er ist wieder da, Leute. Er ist da. Yes. Na bitte, hat geklappt. Man muss einfach nur warten. Dann kommt er von selber. Aber es scheint tatsächlich nicht zu funktionieren, weil ich das halt schon mal ausprobiert habe. Es scheint nicht zu funktionieren, wenn man sich auf irgendeinen Turm portet und dann dort irgendwie guckt, dass er kommt. Das spawnt irgendwie der Drache nicht. So, seht ihr? Er kommt direkt auf mich zugeflogen. Also er fliegt jetzt eigentlich wirklich wieder durch die Kukutia-Schlucht. Ich mach mal diesen dämlichen Schreinsensor jetzt mal aus, weil der nervt gerade voll mit dem Gepiepse, der Shika-Sensor. Okay, er kommt also echt immer hier vorbei. Also wenn ich ihn jetzt nicht treffe, dann weiß ich nicht. Das muss ja jetzt eigentlich klappen. Ich bin jetzt auf einem sehr hohen Ort. Ich warte einfach, bis er hier so vorbeikommt. Na, seht ihr, er geht nämlich hier sowieso automatisch runter. So, Freundchen, diesmal kriege ich dich. Diesmal entkommst du mir nicht. Vielleicht kriege ich noch ein besseres Foto von dir. Von deinem Gesicht. Ja, genau. Guck in die Kamera. Ja, ein wesentlich besseres Bild als das vorige. So, austauschen. Das ist doch mal ein geiles Foto. Alter, so ein geiles Vieh. Der sieht genauso geil aus wie der andere. Und einen dritten gibt es ja, wie gesagt, auch noch. Nämlich den blauen Drachen. Das wird dann, ich jetzt mal, ein Eisdrache sein. So, er verteidigt sich halt schon mit Feuer. Ich probiere ihn jetzt schon mal zu treffen. Okay, das wird nichts. So, Aufwind. Na, warte, jetzt kriege ich dich aber. Take this! Ja, getroffen! So, na wo? Aha. Oh! Da drüben? Verarschen? Egal, ich habe ihn einmal getroffen. Ich glaube, man kann auch jeden Drachen immer nur einmal pro Begegnung treffen, weil er dann nämlich... Ihr seht ja, dann macht er da oben so ein Portal im Himmel auf und verpisst sich einfach. Okay, aber ich habe die Schuppe, Leute. Ich habe die Schuppe. Es hat funktioniert. Einfach Lagerfeuer machen, warten und... Obergeil. So, da ist sie. Die Eldra-Schuppe. Diese wertvolle Schuppe schmückte einst den großen Geist Eldra. Verströmt eine unnatürliche Hitze. Man kann sie zum Kochen verwenden, doch das wäre Verschwendung. So. Gut, und jetzt brauche ich hier mal kurz Bomben. Ah, na bitte. Ich bin froh, dass das geklappt hat mit dem Drachen. Jetzt haben wir endlich mal den zweiten Drachen richtig getroffen. Wir wussten auch, was es damit auf sich... Hat denn... Ah, lass mich raten, Krog. Ui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. So, vielen Dank für deinen Samen. Ja, also meistens unter so einzelnen Felsen sind meistens immer Krogs drunter. So, seht ihr? Und jetzt ist der Drache wieder futsch. Also die, wenn man die einmal trifft, dann erzeugen die oben am Himmel so ein komisches Portal in den Wolken und dann verschwinden die einfach. Also man kann die echt immer nur ein einziges Mal pro Begegnung treffen und das von ihm bekommen. Was ist das hier eigentlich? Oh, ein Spurtpfeilchen. Gleich mal Foto machen. So. Hat auch einen Eintrag, ja? Sogar Pflanzen haben sowas. Auch Pflanzen haben Einträge im Hyrule Handbuch. Alles. Tiere, Pflanzen, einfach alles. So. Okay. Warte mal, wenn ich schon mal... Oder? Ich weiß es nicht. Was mache ich jetzt? Wo ist der... Achso, der Turm ist aber da oben. Ich kletter erstmal darauf, ja? Erstmal zum Turm. Alles schön ruhig, der Reihe nach, alles schön ruhig. Oh, jetzt bin ich gerade so happy. Ich bin so froh, dass ich es doch noch geschafft habe. Aber vorhin hätte das nicht funktioniert, ich war einfach viel zu weit weg. Ich hätte, glaube ich, schon anfangen müssen zu rennen aus der... Aber wie gesagt, ich war eh so weit unten, da ist das eh schwer, den zu erwischen. Wenn man nicht nah genug dran ist, dann kann man die Aufwände für sich ja gar nicht nutzbar machen, das ist ja das Doofe. Aber wie gesagt, soweit ich jetzt informiert bin, findet man den Eisdrachen, also den Drachen, der die Göttin Nairo repräsentiert, ja in Lord Kate hier im Gebiet von Ranel, auf der Ranel-Spitze, im Ranel-Gebirge. Und zwar direkt hier, seht man, hier ist eh so eine Quelle, das wird die wohl sein, das wird dann die Quelle der Weisheit sein. Nur habe ich eben mir sagen lassen, dass der dritte Drache halt, also der Eisdrache, dass der nicht rumfliegt, sondern dass man bei dem echt erstmal irgendwas machen muss, bevor man was von ihm bekommt. Also dem muss man, glaube ich, irgendwie helfen, habe ich gehört. So, jetzt brauchen wir hier schon wieder Bomben. Oh, hier wird es ein bisschen kalt, Leute. Dann, ja. Oh, das ist scheiße kalt hier. Ich habe ja zum Glück meinen Winterbams irgendwo, wenn ich es jetzt finde. Hier, Winterbams. Passt schon. Was? Ach, es ist immer noch zu kalt. Oh. Ist immer noch zu kalt. Nee. Okay, warte mal, dann habe ich aber...
Ich hoffe, ich habe noch was dabei gegen... Ah, na klar, hier. Da, ein scharfer Fischspieß. Lässt die große Kälte aus Level 2 für 5 Minuten essen. Gut. Okay, nicht mehr zu kalt. Und BOOM! Geil, einfach mal eine Truhe. Öffnen. Was haben wir denn hier drin? 5 Eispfeile. Schön. Passt ja auch super in diese eiskalte Gegend. Okay, also die Orni leben in einem... Die Orni leben in einem Schneegebiet. Sieht denen irgendwie gar nicht ähnlich. Ich meine, gut. Bis jetzt kam die Orni nur in einem einzigen anderen Zelda vor, und zwar in Wind Waker. Aber da haben sie halt auf Draconia gelebt, einer Vulkaninsel. Das ist jetzt hier was komplett anderes. Man wäre auch doof, wenn die jetzt auch nochmal auf so einer Vulkaninsel leben würden, weil jetzt gibt es ja schon die Goron mit ihrem Todesberg. Dafür gab es aber keine richtigen Goron, bis auf 3, die sich so inkognito benommen haben in Wind Waker. Wisst ihr, nur diese fliegenden Händler mit den Hüten. Wenn man da mit dem Dekoblatt Wind gemacht hat, so, da ist der Turm, Leute. Da ist der Turm. Da komme ich doch noch hin, oder? Da komme ich doch noch hin in den Part. Wenn ich wieder ein bisschen überziehe, ist mir das auch egal. Aber den Turm will ich wenigstens noch erreichen. Ah, die Tabanter Dorfruinen? Warum gibt es hier überall nur Ruinen? Weil immer dieser blöden Verheerung immer gleich alles im Arsch ist. Deswegen. So, okay, also hier ist es schon so scheiße kalt, dass der Winterbams allein... Ah, ich brauche unbedingt mal Kleidung, ey. Also andere Kleidung. Ich brauche unbedingt noch eine Hose und was für den Kopf, so eine Wollmütze oder irgendetwas, was mich warm hält. Vielleicht habe ich ja Glück, und wenn ich die Orni finde, kann ich bei denen eventuell sogar was kaufen, was mich warm hält. Das wäre nicht schlecht. Oder ich finde irgendwo was. Irgendwas muss es doch geben. So, hier komme ich eigentlich ganz normal rauf. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich das sage, dann passiert noch was Schreckliches. Warum sind hier so viele Eisbrocken? Hebraturm! Ach so, hier ist jetzt überall Eis drumherum. Naja, warte mal, kann ich das nicht einfach wegschmelzen mit einem Feuerpfeil? Ich probiere das jetzt mal aus, Leute. Feuerpfeil. Boah, das ist krass. 6 Feuerpfeile, dass das so richtig schön klein schmilzt. Okay, aber jetzt kann ich rauf. Hehe. Gut, dass ich so viele Feuerpfeile habe. Ja, ist einfach drumherum Eis. Also braucht man ein paar Feuerpfeile, um das wegzuschmelzen. Oder man macht sich nur durch ein Lagerfeuer und zündet eine Fackel an. Vielleicht ginge das dann auch, aber ist ja egal. So, der Hebraturm. Komischer Name für diese Region. Hebra. Was heißt das überhaupt? Was heißt Hebra? Keine Ahnung. So, also da gehen wir schön auf den Turm, können wir schön rauf, hier so, hops. Also jetzt habe ich ja den Set-Bonus nicht mehr, darf ich nicht vergessen. Ich muss aber jetzt das hier mal anlassen, weil sonst wird mir ja zu kalt. Man sieht es auch schön wetterberichtsmäßig, nur überall schön Schneeflocken hier. So. Gut, dass ich noch ein paar Gerichte dabei habe, die eben Kälteschutz geben. Ich habe auch noch was dabei, was wesentlich längeren Kälteschutz verleiht, also nur 5 Minuten. Aber das hebe ich mir natürlich noch auf. So. Aber das mit dem Drachen freut mich ehrlich gesagt gerade am allermeisten, dass ich das jetzt so schön hingekriegt habe, den doch noch zu erwischen und eine Schuppe zu bekommen. So. Und wir sind oben, Leute. Wir sind auf dem Hebraturm. Dann holen wir uns jetzt nochmal schön die Map. Und dann... Warte mal, ist das der andere Turm, den ich... Ja, das ist der andere Turm, den ich mir markiert habe. So, aber jetzt erstmal diesen hier. Aktivieren. Alter, was? So ein Riesengebiet ist das hier? Alter Schwede. Also seht euch das mal an. Die Hebraberge und das Tabanter-Schneefeld. Das ist immer riesengroß.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so weit noch darauf geht. Was ist das da hinten? Das sieht komisch aus. Voll so ein Labyrinth. Eigenartig. Nördlicher Tabanta. Vor allem Tabanta, auch wieder ein Easter Egg an alle Zelda-Spiele. Es gab nämlich in Minish Cap die geheime Welt von Tabanta. Das war allerdings ein Sumpfgebiet. Aber die haben einfach die Namen nochmal wieder verwendet. Tsutsukiki-Schneefeld, das sagt mir jetzt nichts. Hebra-Ostspitze, Hebra-Gipfel, Blizzardtal, Kaliberspitze, Hebra-Südspitze, Kasula-Berg, Hebra-Quelland, Hebra-Fluss, Kokupi-Schneefeld, Südtabanta-Schneefeld. Vergessener Tempel? Was? Wo ist denn hier ein vergessener Tempel? Hier ist doch nix. Na, wahrscheinlich super gut versteckt. Zauberebene, Alno-Kette, Kukudia-Schlucht eben. Also machen wir noch vorher. Tabanta-Hügel, Tabanta-Dorfruin, der Ovo-See, der Hebra-See. Alter, ist das heftig geil. Hebra-Fluss, Kasula-Berg eben, Südspitze. Da ist noch der Uko-See. Aha. Shooters Territorium? Wer ist das denn? Ukosee Shooters Territorium. Klingt ja voll komisch. Was ist hier noch? Das Bilon Schneefeld. Hebra Westspitze. Hebra Tundra Nordspitze. Bergfuß der Erstarrung. Hebra Nordmann. Das klingt alles ziemlich kalt, nicht wahr? Klingt alles ziemlich kalt. Aber komisch, die Ohren leben aber hier. Das ist scheinbar ein bisschen tiefer gelegen oder was weiß ich, oder geht's da noch höher rauf in die Berge, was weiß ich. Da ist der Turm von dem Gebiet und da sind dann die Ohren zu Hause. Aber Leute, es ist jetzt Schluss. Es freut mich, dass ich den Drachen erwischen konnte. Das heißt, im nächsten Part werde ich ganz kurz einen Abstecher machen nach hier drüben. Zur, hier hinten ist das. Irgendwo, genau hier. Hier ist die Quelle der Kraft. Ist eigentlich nicht sehr weit weg vom Stall von Ostakada. Da kommt man zu Fuß ganz leicht hin. Und da ist auch eine Göttin in der Stadt und die sagt halt, ja, wirf hier halt wieder so eine Schuppe rein und dann bist du cool und dann haben wir da wieder so einen Belohnungsschrein. Also alles der Reihe nach. Danke fürs Zugucken und holt euch keinen Schnupfen. Tschüss.